Hallöchen, 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 herzlich willkommen zurück zu Baphomets Fluch 4, der Engel des Todes. Ich habe mich gerade mal von Tree of Life losgeeist und nehme mal wieder Baphomets Fluch auf, aber ich habe keine Ahnung, was wir hier tun sollen. Wie kamen wir noch gleich ins Inventar? Doch, da oben. Italienische Zigaretten. Ein Päckchen italienische Zigaretten, das ich nach dem Angriff im Kautionsbüro gefunden habe. Kann ich das ihm nicht zeigen und er sagt dann, ey... Warte mal, kann ich... Nee, wie ging das? Anklicken? Ja, anklicken... Keine Chance. Mache ich nicht. Aber der könnte sich auch mal beruhigen mit Zigaretten vielleicht. Wohin soll ich jetzt gehen? Du kannst ja nur ins Hotel gehen. Dann reden wir nochmal mit den Leuten. Anna-Maria, du bleibst besser hier. Bei Virgil bist du in Sicherheit. Ja, Virgil ist auch total der sicherheitsverbreitende Typ gerade. So, kann ich mit euch noch reden? Hi, Juanita. Hi, George. Nein. Danke für Ihre Hilfe. Ja, danke, Juanita. Hast mir wirklich sehr geholfen. So, kann ich mit dir noch mal reden? Entschuldigen Sie bitte, Officer O'Halloran. Da dreht er sich. Ja, Mr. Stobart. Stobart. Okay, kann ich auch nicht mit danke ihm reden. Danke für Ihre Hilfe. Ja, danke. So, kann ich mit dir noch reden? Hallo, Alfonso. Ja. Okay. Aber der raucht danke doch. Kann für Ihre ich, Hilfe. Kann ich dem vielleicht Zigaretten geben und er ist dann total freundlich zu mir? Ach, einmal klicken. Das klappt doch nicht. Nee, schade. Will er eine Zigarette? Verzeihen Sie? Ja. Haben Sie diese Marke schon mal gesehen? Schau an. Wo haben Sie die her? Die hat jemand an meinem Arbeitsplatz liegen lassen, im Kautionsbüro. Passt. Genau der Ort, an dem man Schwarzmarkt-Zigaretten findet. Was, im Kautionsbüro? Schwarzmarkt? Ja, genau. Illegal. Sie kommen irgendwie per Boot in die Stadt. Dank der Großzügigkeit Ihrer Freunde, der Martinos. Aha. Hey, das sind nicht meine Freunde. Das glaube ich. Die Martinos haben nur Freunde an den höchsten Stellen. Aha. Das war's jetzt, oder? Entschuldigen Sie bitte, Officer O'Halloran. Ja, Mr. Stobart. Ich heiße Stobart und nicht Stobart. Oh, ich kann mit ihm über die Docks reden. Also war der Typ einer aus der Martino-Bande? Richtig. Und die Zigaretten werden mit einem Boot in die Stadt geschmuggelt? Richtig. Dann haben die Martinos also einen Schlupfwinkel bei den Docks. Richtig. Richtig. Wir sollten das öfters spielen. Richtig. Sie haben eine alte Fabrik unten am East River. Eine legale Firma. Mama Martinos Meatpacking Company. Wir kommen da nicht ran. Wird wohl Zeit, dem Hafen einen Besuch abzustatten. Wir können zum Hafen. Danke für Ihre Hilfe. Ja, danke. Richtig. So, dann können wir doch, hallo? Dem Hafen einen Besuch abstatten. Wo will ich denn als nächstes hin? Ich dachte, ich hoffe, du weißt das. Da, Mama Martinos Fleischfabrik. Schauen wir uns dort doch mal um. Ich hoffe, hier kann man nicht sterben. Bitte, Era, sag, dass man hier nicht sterben kann. Martinos Meatpacking Company. Geil. Da möchte ich, obwohl da drin sieht's ja wieder schön aus. Das Manuskript könnte irgendwo da drin sein. Aber um wirklich sicher zu sein, muss ich da rein. Ich meine, draußen sieht's echt hässlich aus, aber innen drin... Also der kleine Laden an sich, der sieht schon schön aus. Hier ist ein LKW. Schauen uns erstmal um, bevor wir da reingehen. Ob hier irgendwas Interessantes liegt oder so. Aber sieht nicht so aus. Kann ich ihn dazu bringen, auch mit Maus zu rennen? Achso, klicken und dann Steuerung drücken, dann rennt er auch. Komm ich da einfach rein? Scheinbar nicht. Das Rolltor öffnet sich nicht, muss abgeschlossen sein. You don't say. Ein Metallrolltor für die Laderampe. Aha. Aber da ist ein offenes Tor und da steht auch wer. Hier gucken wir uns erstmal an. Eine gefährlich aussehende Wache. Oh. Wirkt nicht gerade wie ein Salamihersteller. Wie wirken denn Salamihersteller? Hi, ich bin George. Juckt mich nicht. Für mich sind sie Luft. Entzückend. Na und? Ich bin nicht zum Quatschen hier. Was wollen Sie? Wo finde ich denn die berühmte Mama Martino? Wann kann ich sie mal sehen? Sind Sie verrückt, Mann? Mama ist seit 50 Jahren unter der Erde. Ruht in Frieden. Oh, sorry, das wusste ich nicht. Wer ist denn dann der Chef hier? Der Boss.
Fingers Martino. Fingers. Hat man Ihnen das beim Vorstellungsgespräch nicht gesagt? Naja, da war ich ziemlich aufgeregt. Ja, ja. Das erklärt alles. Okay, tschö. Kann ich einfach reingehen? Hey, Sie da! Wo soll's denn hingehen? Nur da rein. Oh, hi, ich bin der Neue. Wo ist Ihre Schürze? Hab ich vergessen. Ich hol mir drinnen eine andere. Von wegen. Keine Schürze, kein Zutritt. Klingt ein bisschen unlogisch. Ist Vorschrift, Mann. Ohne Schürze kein Zutritt. Okay, also da brauche ich eine Schürze. Hey, Freundchen, wo soll's denn hingehen? Nö. Ich wollte bloß die Temperatur im Kühlwagen überprüfen. Ja. Sie brauchen eine Schürze, um hier zu arbeiten. Oh. Wie oft soll ich das noch sagen? Die ist zu Hause. Ich will mir doch nur ein paar Kröten für meine arme Familie verdienen. Dann gehen Sie besser nach Hause und holen Sie sie her, kapiert? Sie sind grausam und herzlos, wissen Sie das? Okay, also der ist ein kleiner Schürzenfetischist. Können wir da runter? Ja, können wir. Sehr schön. So, haben wir denn hier noch irgendwas? Da ist noch ein Rolltor. Da haben wir noch Mülltonnen, die wir uns wahrscheinlich mal angucken können. Oder, oh, da ist noch eine Tür. Stopp. Erstmal die Tür angucken. Die Hintertür zum Laden. Interessant. Ist die offen vielleicht? Zu, sehr klug. Heutzutage weiß man ja nie, wer hinter deiner Salami her ist. George, what the fuck? Wer hinter deiner Salami her ist? Diese Behälter sind verdreckt. Es sind auch Mülltonnen. Auch wenn die Fliegen drumherum anderer Meinung sind. Die feiern das. Ohne Ganzkörperschutzanzug packe ich diese Eimer nicht an. Haben wir zufällig einen Ganzkörperschutzanzug dabei? Nein, haben wir nicht. Können wir vielleicht mit dem Schläger die Dinger umwerfen? Das klappt doch nicht. Schade. Hätte ja sein können. So, dann gehen wir mal rein in den Laden. Und schauen uns mal die Auslage an. Die Vitrine ist voller Salamis. Die machen nur Salamis, oder? Ich wusste gar nicht, dass es so viele Sorten gibt. Ich meine, wenn man eine gemacht hat, warum dann noch mehr erfinden? Ja, stimmt eigentlich. Wer ist das denn? Ein alter, grauhaariger Mann an der Salamitheke. Er wirkt ziemlich nervös, fahrig. Okay. Wie oft habe ich das schon im Kautionsbüro gesehen? Weiß ich nicht. Da ist eine Tür, da können wir nichts mehr machen, dann reden wir mal mit ihm. Hallo. Hallo, Sir. Ich bin Chico Garella und führe den Laden hier für Mama Martino's Salami-Fabrik. Wir haben hier eine Riesenauswahl an Salamis. Wir führen Salami Milano, Salami di Fellino, Salami Ungarese, Salami Bresaola. Hey, wir haben hier so viel Salami, dass sie uns aus den Ohren rauskommt. Kleiner Scherz, vielleicht sucht der Herr ja etwas ganz Besonderes. Ja. Wie wär's damit? Die 28 Jahre alte Meisterklasse Salami nach Mamas Rezept. Nein, danke. Von scharf gewürzten Speisen kriege ich immer Sodbrennen. Heißt das, Sie essen gar keine Salami? Nein. Nicht? Nie? Nicht wirklich. Also, niemals? Ah, das war nur ein Scherz. Ich bin verrückt nach Salami. Ich sterbe für Salami. Sie gefallen mir, sind ein komischer Vogel. Hey! Kenne ich Sie nicht woher? Vom Fernsehen? Na, ich habe eben so ein Allerweltsgesicht. Genau. Ich vergesse nie ein Gesicht, wenn ich eins sehe. Komischer Vogel. Moment. Nur für dich, Error. So, Chico. Wie lange arbeiten Sie hier schon? So lange, wie ich denken kann. Wir gehören schon lange zur Familie. Also sind Sie mit den Besitzern verwandt? Nein, nein. Die Familie. Die Familie. Ja, okay. Oh, verstehe. Die Familie. Ja. Komischer Kauz. Wovon redet der? La Familia. Die Zuschauer von Gronkh im Livestream. Und warum arbeiten Sie hier im Salami-Shop? Naja, zuallererst einmal, weil ich Salami liebe. Klar. Und dann vor allem, wie könnte ich sonst so vielen Leuten meine Liebe zur Salami demonstrieren? What the fuck? Da ist eine Stimmung, die sonst häufiger nachts unten an den Docks zu spüren ist. Chico. Sie wirken wie einer, der schon einiges erlebt hat. Wie wär's mit Urlaub? In Rente gehen? Hören Sie, bei Mama Martino geht man nicht in Rente. Sie schickt einen in Rente. Aber sie ist tot. Sie sind anscheinend ein bisschen nervös, wenn ich das so sagen darf.
Stimmt, zappelig bin ich schon. Ich könnte eine Zigarette gebrauchen. Warum hören Sie nicht auf? Rauchen tötet. Ich rauche seit 30 Jahren. Wenn das so tödlich wäre, dann hätte es mich schon am Anfang umgebracht. Genau. Salami. Sie haben eine sehr große Auswahl an Salamis. Sie haben eine sehr große das Salami. Mama Martino. Sie macht viele verschiedene Sorten. Die hier ist vom Eber. Ein wilder Eber? Naja, begeistert war der nicht von der Idee. Ein alter Gag, aber immer noch gut, was? Verstehe ich nicht. Was, wo war da der Gag? Erra, erklär ihn mir. Was ist an der Martino-Salami denn so besonders? Die besten und frischesten Zutaten. Und das Geheimrezept natürlich. Welche Salami würden Sie mir denn empfehlen? Das wusste ich schon, als Sie hier reinkamen. Die Martino-Meisterklasse. Die 28 Jahre alte? Das Nöplusultra in der Salami-Welt. Interessantes Latein. Beeindruckend. Für die Martino-Meisterklasse nehmen wir nur das zarteste Fleisch. Oh. 3 volle Tage lang abgehangen, ausgeblutet und permanent geschlagen. Warum geschlagen? Geschlagen? Mit was denn? Baseballschläger. Was? Und wenn das Fleisch fertig ist, wird es vom Boss persönlich gehackt. Wow. Aus einer Charge machen wir bis zu 50 Salami. Wahnsinn! Jede einzelne geht als Unikat in ein anderes Geschäft. What? Das ist meine einzige 28 Jahre Meisterklasse. Und sie ist preiswert. Wow, wenn man bedenkt, dass die Salami hier seit 28 Jahren hängt. Yee. Ha! Sind Sie verrückt? 28 Jahre ist das Fleisch alt, wenn es in der Salami landet. Ach so. Oh, verstanden. Okay, guck mal, mein toller Golfschläger. Mögen Sie Golf? Nee, ich kann keinen Schläger halten. Jeder Schwung, patsch, ein Schlag in den Boden. Es geht nichts über Baseballschläger. Ja, aber zum Lernen ist es nie zu spät. Genau. Darf ich vorstellen, Stobarts patentierter ausziehbarer Golfschläger. Ausziehbar? Nicht unpraktisch. Ja. Aber bei tragbaren Sachen geht doch nichts über das gute alte Klappmesser. Okay. Messer? Oh, sorry, mein Fehler. Ein schöner Schläger. Wirklich schön. Okay. Können wir dir denn vielleicht Zigarettchen anbieten? Sie wissen nicht zufällig, was das für Zigaretten sind? Aber klar doch. Das sind Heavenly Breeze. Die besten italienischen Zigaretten, die es gibt. Interessante Marke. Meine Lieblingsmarke. Sind hier kaum zu kriegen, wenn Sie wissen, was ich meine. Nee. Ja, das dachte ich mir. Ein Zug an diesen Dingern und man fühlt sich wie im siebten Himmel. So ist es, Sir. Okay. Was wollen Sie für die Packung? Die Schürze. Okay, wie wär's mit der ganzen Packung im Tausch gegen Ihre Schürze? Geht nicht. Wenn ich ohne Schürze erwischt werde, bin ich meinen Job los. Ich will die Schürze. Sie brauchen die Schürze doch gar nicht. Sie tragen sie ja nicht mal. Eben. Vorschrift ist Vorschrift. Ich will nicht als Martinos Meisterklasse enden. Schürze! Sie brauchen die Schürze doch gar nicht. Sie tragen sie ja nicht mal. Vorschrift ist Vorschrift. Okay, ja, ja. Ich will nicht als Martinos Meisterklasse enden. Okay, dann fragen wir nach einer Salami. Also gut, wenn ich Ihnen diese Zigaretten gebe, geben Sie mir dafür die Meisterklasse-Salami. Die Salami für ein paar Zigaretten? Interessantes Angebot. Ja. Abgemacht. Hier bitte, einmal Martinos klassische Meisterklasse-Salami. Geil. Danke, hier ist Ihre Packung. Jetzt haben Sie wohl richtig Schmacht nach so einem tödlichen Glimmstängel, nicht wahr? Ich auch. Da können Sie drauf wetten. Aber wenn ich hier verschwinde und erwischt werde, bin ich dran. Ich muss warten, bis keiner mehr da ist. War nett, mit Ihnen Geschäfte zu machen. Chico hat, was er will. Jetzt heißt es tarnen, warten und beobachten. Tarnen, warten und beobachten, was? Wo soll ich mich denn tarnen, warten und beobachten? Vergeht jetzt irgendwie die Zeit oder was? Da oben steht immer noch der Typ. Kann ich dem Typ vielleicht die Salami geben? Aber der will ja unbedingt eine Schürze, ne?
Der will ja nur eine Schürze und keine Salami. Ja, wir probieren es einfach mal. Hallo, möchtest du... Erstmal gucken wir uns die an. Salami. Gut. Hier. Hier, ich habe die Martino Meisterklasse. Die Salami der Könige. Könige? Da sind keine Könige drin. Bloß ein irisches Großmaul. What? Hä? Ich sagte, für die Meisterklasse brauchst du ein tierisch großes Maul. In echt? In echt? Ach, guck mal, der raucht da. Komm, schnell. Ach so. Dann geht er wieder rein. Wann geht er raus? Wenn ich da oben bin. Nee, jetzt geht er raus. Jetzt kommt die Schürze nehmen. Nimm die Schürze doch. Meine Fresse. Mit dieser Schürze könnte ich mich frei im Gebäude bewegen. Ja. Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf... Was? Verschiebe nicht auf... Okay. Galala. So. Und den stört das gar nicht, dass er plötzlich keine Schürze mehr hat. Ist doch egal. So, dann können wir jetzt endlich da rein und uns als neuer Angestellter ausgeben und sagen, ey, lass mich mal rein. So, kann ich erstmal hier rein? In den Wagen? Ah ja, kann ich. Was haben wir da? Eis? In einer Ecke des Kühllasters steht ein Eisblock. Er beginnt zu schmelzen. Okay. Kann ich den mitnehmen? Ich habe das Eis mitgenommen. Wofür? Na, endlich die Schürze gefunden? Ja. So, jetzt muss ich mich hier erstmal umschauen. Es sieht ja lecker aus. Oh, das Eis zerläuft, okay. Das brauche ich also für irgendwas. Und da muss ich schnell sein wahrscheinlich. Nichts Besonderes. Okay, können wir das aufmachen? Ich muss mich gerade anders hinsetzen. Nein, können wir scheinbar nicht. Das Rolltor ist verschlossen, aber ich kann Leute auf der anderen Seite hören. Okay. Leute auf der anderen Seite. Jetzt ist das Eis gleich ganz weg. Kommen wir da lang? Kommen wir nicht lang. Okay, da müssen wir wahrscheinlich in die andere Richtung. Da können wir ja durch. Hier noch irgendwas tun? Ne, dann gehen wir mal da rein. Brauchen wir hierfür irgendwo das Eis? Kisten. Ich rieche Kistenschieberätsel. Was ist das? Eine an der Wand befestigte Brandschutzdecke. Aha. Mein Motto, im Brandfall Sicherheit zuerst, hat schon Opa Stobart immer zu mir gesagt. Nur Oma hat er es nie erzählt. What? Nimm mal die Brandschutzdecke mal mit. Sehr schön, da ist noch ein Eimer, der uns nicht interessiert. Da ist noch so ein Rolltor. Kommen wir denn da durch? Auf dem Türschild steht Verpackungsraum. Aha. Was die hier wohl verpacken? Na, Fleisch wahrscheinlich. Okay, aber vielleicht auch Drogen, Knarren oder schlimmer noch. Raubkopien von Fernsehfilmen. Oh mein Gott, oder von Computerspielen. Ging ja kein fucking Rolltor auf, willst du mich verarschen? Zu. Seltsame Geräusche. Ein Schlag? Ein Schrei? Das Geräusch brechender Stöcke? Moment, das klingt wie ein Schneidbrenner. Diesen Raum muss ich mir jetzt nicht ansehen. Okay. So, was haben wir hier Interessantes? Da ist noch eine Tür. Haben wir da? Interessiert uns nicht. Was haben wir hier? Ich kann Musik hören, aber woher kommt sie? Aha. Hä? Ach, da oben aus dem Fenster, oder was? Ein Abfallbehälter für Fleischabfälle. Der Gestank ist widerlich. Machst du seit den? Seit Wochen nicht mehr geöffnet worden, schätze ich mal. Machst du den auf? Oder auch nur mit... Ach nee, du gehst drauf, okay.
Du gehst drüber. Und dann schiebst du ihn. Okay, was wir damit machen, werden wir in der nächsten Folge rausfinden. Ich danke euch sehr fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet viel Freude, Freunde. Bis zum nächsten Mal bei Baphomet's Crew 4, der Engel des Todes. Macht's gut. Tschüsschen.